Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast Unleashed mit McFly. Dein Einsatz, McFly. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Feed the Beast! Nein! Das reicht, okay, du bist raus. Mit Goro bei. Hallo. Mit mir Anonymous. Ja. Hallo. Und so ist das. Max. Hallo, herzlich willkommen zu Minecraft with the Beast. Nein, nicht also, du. Weißt du, erst verkackt er den Einsatz, dann sagt er das Falsche und dann platzt er einfach was drauf. Was los ist gerade? Ich glaube, er ist spätpubertär. Er ist spätpubertär. Ich glaube, er ist in seiner experimentellen Phase, ja. Haben wir Quarz? Ob wir Quarz haben? Ja, wir haben jede Menge Quarz. Ich hab 50 Oder meinst Quarz du, ob wir was zum Quarzen haben? Ich meine deine Warzen nicht. Was? Du bist doch hier die Hexe. Du hast die Warzen. Nein, ich bin ein Meistermagus. Ja, oh, genau, Max, weißt du. Er ist ein simpler Hexer und nennst dich Meistermagus. Komm mal, wo bist du? Auf dem rosa Baum. Okay. Komm mal zu. Der sehe dich. Ich weiß nicht, komm mal hier hin. Guck mal, was ich gebaut habe. Das ist ein Schwert, aber du hältst es wie eine Pistole. Guck mal, was das kann. Muss mal mein Pack wieder ein bisschen aufladen. Bleib hier. Das ist ja wohl die sinnloseste Waffe, die ich je gesehen habe. Was denn? Was macht das denn? Ein Rapier. Ja, was macht das? Kennst du diesen kleinen Ausfallschritt beim Fechten? Ja. Das ist, der speist dich so ein kleines Stück nach hinten. Echt? Ja, wenn du rechts sonst nix? Ja, genau, sonst nichts. Ja, kannst du damit auch angreifen? Ja, aber das macht nur viel Schaden. Das macht relativ viel Schaden. Das ist nämlich, das zählt nämlich ohne, also, das ist ignoriert Rüstung. Ist doch cool, damit kannst du ausweichen. Das ist ein Pogo-Stab. Und es ignoriert Rüstung, hab ich gerade gesagt, ne? Habt ihr gehört? Ja, hab ich doch gesagt, True Damage. Genau. True Damage. Und das können wir noch verbessern. Das noch verbessern? Ja, mit, wenn du mitkommst, kann ich das zeigen. Wenn du mitkommst, junger Freund, werde ich dich einweihen in die Geheimnisse richtigen Hasen. Des Rapiers. Das Problem ist, wenn du die Tür aufmachen willst, springt man nach hinten. Huch, hier in der Toolstation tun wir das rein. Aha, sehr interessant. Kannst du draufklicken? Aha, mhm. Und da können wir dann zum Beispiel den Quarz, den ich habe, rauf tun. Und dann kriegt er Hardness. Oh, wie cool. Und kann man denn auch. Redstone kannst du eigentlich auch rauf tun. Das musst du nur unten. Warte mal. Wer benutzt gerade das Redstone? Ich. Musst du unten reintun. Nee, oben. Reinforced. Nee, das ist okay, das macht nur, dass du sehen kannst, was genau da passiert, okay. Das ist langweilig. Komm mal auf. Oh. Aber du kannst es mit ein paar Sachen verbessern. Gunpowder? Nee. Was ist denn das hier? Das Blaue. Tori! Li! Was ist das? Was ist das Blaue da drin? Das ist Kobalt. Kobalt. Ah. So, Anne, bleib mal stehen. Ich mache schon 5 Schaden. 2,5 Schaden habe ich bekommen. Ja, aber 5 auf der Skala. Möchte ihn jemand haben? Von 1 bis 10. Nö. Nach der Prototyp. Prototyp. Ich bin überzeugt, entsetzt. Du weißt, was du tust. Ich dachte, du bist entsetzt. Ja, das bin ich auch immer bei ihm. So. Oh, ich bin fast fertig. Nom, 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 nom. Ich muss echt mal so langsam mich wieder einfinden in die Welt. Aber ich bin voll happy, dass wir wieder spielen können hier in der Welt. Das ist ja schon so meine Lieblingswelt. Auch wenn sich einige Leute schon gewünscht haben, dass wir demnächst mal neu anfangen.
eine Person. Ich würde ja auch fast gerne machen, dass wir irgendwie, aber ein Problem ist nämlich, ich habe nämlich ein bisschen mit Modpacks rumprobieren, jetzt gestern und heute, morgen. Ja. Und ich habe nämlich gesehen, dass gerade die Magie noch sehr, sehr viel mehr geworden ist. Die haben das Taumaticon ziemlich krass erweitert, was das den Mod angeht. Und da ist mehr, also ich glaube, du hast insgesamt in dem Buch hast du statt einer großen Seite hast du jetzt 5 Seiten, die alle so groß sind wie ja, wie die aktuelle Forschungsseite. Und das heißt, du hast das 5-fache an Forschungs- und Magie-Sachen, die du machen kannst. Also, du könntest auf jeden Fall ja mal in Erwägung ziehen, irgendwann halt ein neues Projekt zu starten. Aber im Moment würde ich halt gerne auch die Welt ein bisschen spielen. Okay, Anni. Ja, klar. Ja, klar. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir die Welt noch anfangen. Ja, okay. Können auch noch zusätzlich ausmachen, dann. Könnten wir auch, was? Aber wenn, würde ich ja fast sagen, dass man Feed the Beast Monsters spielt. Was ist Monsters? Das ist ein Monster. Das ist noch mehr. Noch mehr Monster. Noch mehr Mods. Wie heißt ein Bilderrahmen denn auf Englisch? Heißt das nicht Frame oder sowas? Kann das sein? Item Frame, genau. Anne, du bist so schlau. Das ist schon unglaublich, dass du so schlau bist. Hm. Anne. Ja. Geht das dir? Wie geht das Tier? Mhm. Auf 4 Beinen. Und die Pinguine? Das war jetzt die Rache für dein Was macht die Uhr Tick-Tack? Ja, ja. So kennt ihr mich. Grober, der alte Schlingel. Bam, 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 bam. Gefällt dir Zombie, dass du brennst, hä? Verbrenne! Verbrenne! Voll wütend. Der Wutbürger kommt wieder durch. Das lieben die Fans. Die Fans lieben das. So. Ich möchte jetzt noch ein bisschen weiter mit meiner Schmelderie arbeiten. Der Schmelderie. Wenn ich mal vorbeikomme in deiner Schmelderie. Wasser eben schon vorbei in meiner Schmelderie. Deiner Schmelderie. Ja. Bin there, done that. Hast du rumgeflucht. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab nur gefragt, was das Blaue ist. Rumgeheult hast du. Hörst du, sowas muss man sich dann hier anhören. Unglaublich, sowas. Blaues Kobalt, das findest du im Nether. Das ist total schwierig zu kriegen, weil da nämlich nicht so viele Sachen im Nether sind. Total schwierig. Das ist total schwierig, das unmöglich zu kriegen. Das ist schon fast unmöglich, das zu kriegen. So, was möchte ich jetzt bauen? Ein Baum. So. Können das auch wegmachen? Special Mist. Ability Ho. Frying Pan is a heavy weapon that used. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. I only miss you when I'm breathing. Hast du auch schon Ewigkeiten kein Dings mehr gespielt, ne? Was denn? Battlefield. Battlefield, ja. Weiß ja gar nicht, wie das geht. Wieder. Ich hab nämlich mit Miss Mia Moose und mit Honeybloom ausgemacht, dass wir eine Runde machen. Wahrscheinlich Battlefield 3. Mal wieder. Das gute alte Battlefield 3. Das hat ja keiner mehr. Doch, die haben das noch. Das hat ja gar keiner mehr. Ja, ihr nicht. Battlefield 3. Das war ja noch zu meiner Zeit. Retro ist das jetzt schon, ne? Leider ja. Da muss ich Max leider recht geben. So retro wie du halt, Anne, ne? Ja, ich bin ja auch schon alt auch. Bist du alt? Mhm. Ich darf auch eigentlich nicht mehr spielen, weil ich so alt bin.
Da Altersbegrenzung drauf auf Minecraft oder was? Nein, was von die Altersbegrenzung drauf auf Minecraft? Altersbegrenzung. Ja, weil da so viel Gewalt und Drogen und so vorkommen. In Minecraft. Ja. Drogen. In Minecraft. Ja, du kannst Leute umbringen, du kannst Zaubertränke nehmen. In Minecraft. Ja. Drogen. Ja. Es ist nur, weil du es nicht so wahrhaben willst, heißt es noch lange nicht, dass es nicht da ist. Momentum. Drogen. Halt die Klappe, Tobe. Drogen. Anne, ich weiß nicht, warum du so böse bist zu mir. Ich weiß auch nicht, das ist so ein... Was ist los, Max? Möchtest du die ganze Liste oder einzelne Stichpunkte? Einzelne Stichpunkte reichen mir eigentlich. Du hast einfach so eine Wirkung auf Leute. So eine sexuelle Wirkung? Nee, so eine aggressive Wirkung. Ist es das? Ist es die sexuelle Aura? Ah. Ich find's toll, wie ihr beide nur so Ja, das findest du toll. So willst du also deine Aufmerksamkeit kriegen. Das ist das, was du willst. Er liebt andere Leute zu enttäuschen. Das hat ja gar nichts mit Enttäuschung zu tun. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, für dich hat das vielleicht nichts mit Enttäuschung zu tun, Tore. Aber es war ja klar, dass du es nur aus deiner Sicht siehst. Ich finde, ihr solltet mal ganz vorsichtig sein, was ihr hier gerade macht. Ja? Fühlst du dich gemobbt? Bisschen vielleicht. Klein wenig. Weißt du, ihr seid so gemein! Und dann fängt an zu heulen. Weil Mobbing ist nicht gut, Anne. Das muss auch dir klar sein. Mobbing ist als böse? Ich hab mir jetzt ein Langschwert gemacht. Als jahrelanges Mobbing-Opfer? Max, wo bist du? Bei Anne. Was? Ich finde das nicht gut, wenn Max bei mir in der Nähe ist. Bleib stehen. Ich möchte, dass er mich haut. Soll dich hauen. Wieso? Was hast du getan? Ich brauche mal einen Dummy. Komm mal einer hier runter. Ich brauche mal einen Dummkopf. Ah ne, guck mal jetzt mal. Hallo. Krieg ich was geschenkt? Bam, au. Oh, 3,5 Leben. Der springt nach vorne. Ja? Wenn du rechts klicken machst. Mach mal. Warum sind denn an deinen Füßen so komische grüne Weil Dinge? Weil er Anlauf nimmt. Das ist wie so ein Stier, der... Ist ja witzig. Also vorher schon ein volles Leben? Yep. Du hast mir halb und halbes Leben abgezogen. Max, probier mal. Oh, sorry. Hier. Du kannst es auch probieren. Ja, ich weiß. Mach du mal, Anne. Nimm du mal Anlauf. Das Rechtsklick gedrückt halten. Rechtsklick gedrückt halten? Das rechte Maustaste gedrückt halten. Und dann? Und dann loslassen. Das ist witzig. Witzig, ne? Das ist echt witzig. Willst du das nicht mehr? Nee. Ihr wollt nie die Sachen behalten, die ich mache. Das ist, weißt du, das ist halt so Made in China. Das ist nicht was Unliches. Das ist überhaupt nicht Made in China. Das ist echte Qualitätsarbeit. Und ihr tretet das so mit Füßen. Ja, mein Gott. Creeper! Was ist? Das waren seine letzten Worte. Ja, Creeper! Das ist ein Creeper! Ich finde das nicht in Ordnung, dass ihr einfach so die Creeper hier rüber zu mir schickt. Wieso? Er hat gefragt, dann habe ich ihm gesagt, wo du wohnst. Kennen also, die den Weg zu einem gewissen Hallo, Entschuldigung. Ja, da drüben. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr freundlich. Kaktus. Wo krieg ich Kaktus her? Ein kleiner grüner Kaktus. Keiner Nord. Draußen am Balkon. Hollari, hollari. Hallo! Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hole ich meine Kaktus und der Stich, 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 Stich. Mein kleiner grüner Kaktus. Tore, Kaktus wächst nach, oder? Mein kleiner grüner Tore sitzt draußen am Balkon. Ich hab deinen Kaktus geklaut. Hat er nicht gemacht. Bist du deppert? Bist du deppert?
könnte natürlich hier möglicherweise Lagerhaus. Das ich glaube, das ist das Lagerhaus. Lagersaus. Und wenn der böse Weg etwas ungezogen spricht. Ich bin alle betrunken. Dann kommt der kleine Maxi und der sticht, sticht, sticht. So ein alter Stecher, ich weiß. Hast du eine... Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Oh, wie ist noch die Zeit? Tick-Tack! Die Klappe, ey. Halt die Klappe, ey. Die Zeit sagt 15, 16 Minuten schon um wieder. Siehst du, müssen wir mal Pause machen und das Vergnügen geht in der nächsten Folge weiter. Okay. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Es ist, ich bin noch nicht ganz im Minecraft-Feeling drin, also in unserem Feed the Beast-Feeling drin. Bist du nicht? Nee, wir sind vielleicht auch ein bisschen zu quatschig. Wir müssen das vielleicht ein bisschen seriöser nehmen. Was? Oder ich muss einfach mal einen Schluck trinken. Möglicherweise ist es das. Also vielen Dank fürs Zusehen. Schalte das nächste Mal wieder ein bei Let's Play Feed the Beast Unleashed. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Janis.